Ecke und die haben bestimmte Eigenschaften, diese Dreiecke. Wir unterscheiden die Dreiecke nach Typen. Und zwar fangen wir mal den Typ des Dreiecks, der sich auf den Winkel bezieht. Ich schreibe mal hier das Kurzzeichen für Winkel. Das Ding hier heißt eigentlich Winkel. Ich mache alles trotzdem jetzt mal schnell ran, damit jeder weiß, wie das ist. Und zwar, das geht so. Nehmen wir mal an, wir haben ein Dreieck. Das nirgendwo einen rechten Winkel hat, sondern grundsätzlich Winkel, die keine rechten und keine stumpfen und keine gar nichts sind. Diesen Winkel bezeichnen wir mit Alpha normalerweise, den mit Beta, den mit Gamma. Die Eckpunkte heißen A, B und C. Ja gut, A wie Alpha, B wie Beta und C wie Zammer, ne? Gamma. Dann gibt es ein Dreieck, ich sage dann gleich was dazu. Das sieht auch so ähnlich aus wie das andere, aber, na nee, gefällt mir nicht. Ich mache es mal ganz bewusst so, dass diese und jene Seite nicht gleich lang sind, aber die hier einen rechten Winkel drin haben. Wieder die Bezeichnung Alpha, Beta, Gamma, wie üblich. A, B und C die Punkte und Gamma ist in diesem Fall 90 Grad, also ein rechter Winkel. Und dann gibt es Dreiecke. Die Seiten müssen nicht gleich lang sein, ganz allgemein. Die haben solche Winkel und zwar hier ganz spitze, wieder Alpha, Beta. Das sieht aus wie ein SZ, ne? So ein geschriebenes, so ein Gamma wieder. So, und jetzt müssen wir folgende Unterscheidung treffen. Es geht um die Winkel. Hier ist die Eigenschaft folgende, und zwar alle Winkel des Dreiecks, ich nehme die Abkürzung jetzt, alle Winkel sind kleiner als 90 Grad. Dazu sagt man spitzwinkliges Dreieck. Spitzwinkliges Dreieck. Das ist übrigens die Abkürzung für Dreieck, für das Wort Dreieck. Das erspart uns einen Haufen Zeit an Schreiberei und wir wissen ja, in Mathematik versucht man alles in irgendwelchen kurzen Symbolen zu schreiben, damit man eben nicht so viel schreiben muss und damit man eben richtig damit rechnen kann. Hier in diesem Fall ist ein einzelner Winkel, ein Winkel gleich 90 Grad. Und in diesem Fall ist ein Winkel, hier in diesem, ein Winkel, aber nur einer, größer als 90 Grad. Jetzt ahnt ihr schon, wenn sich das immer auf den einen Winkel bezieht, dann kann man hier sagen, das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Rechtwinkliges Dreieck. Und das ist ein stumpfwinkliges Dreieck. Stumpfwinkliges Dreieck. So. So unterscheiden wir erstmal die Typen nach Winkeln. Dann können wir bestimmte Typen nach Seitenlängen unterscheiden. Dementsprechend werden sie dann auch so dargestellt.